set the game on lock like we changed the key. Was? Danny Brown. Wer? Mann, Banausen. Oh shit, Ray. Du musst sie unbedingt daran hindern, Duschans zu fahren. Hast du eine Idee? Ich hack den Campus-Router und ändere ihr Passwort. Das sperrt ihr WLAN für jeden anderen außer uns. Auf in den Kampf. Ich halte die Augen offen. Einer erledigt. Finde den nächsten. Wer macht das? Nicht, ich brauche... Noch ein Router hinüber. Das war's, die sind abgeschnitten. Genau wie du, Sean. Bei dir alles okay, Ray? Alles bestens. Mach dir keine Sorgen. Such einfach einen Weg runter. Ich warte draußen mit dem Wagen. Bist du sicher? Ja. Schwer angepisst, dass ich nicht drin bin bei dir, aber in Sicherheit. Ich weiß, Mann. Ich nähere mich dem Airgap-Computer.
Ich bin durch die Tür. Und ich habe die Sitze aufgewärmt. Ich wäre dann soweit. Ray, im Ernst, das hier müsstest du sehen. Mann, erzähl mir das nicht. Du brichst mir das Herz. Das Herz. Mann, letztes Mal hat mich Duchamp Nemec erwischt. Er ist nicht da, vertrau mir. Was eine verfluchte Schande ist. Ja, ich klopfe trotzdem auf Holz. Etwas beunruhigend, dass hier keine Wachen sind. Ich nutze Joshs Admin-Zertifikat, um ins Innerste zu kommen. Kriegt ihr was mit, Leute? Wir haben Zugriff zum Airgap-Computer. Er ist nicht mehr entkoppelt. Der Download ist gestartet. Alarm wegen eines möglichen Ziels in Ihrer Nähe. Over. Wir haben einen Hack. Finden Sie sofort heraus, was da vorgeht. Ein Alarm wurde ausgelöst. Agenten sind unterwegs. Scheiße. Das hat Ihnen gar nicht gefallen. Pass auf dich auf, Amigo. Du hast es noch nicht geschafft. Ja, ich weiß. Ich kriege Besuch. Suche die Zielperson! Auf den Boden! Gib sie beim Aufzug. Der Motor schnurrt. Zitara, wir kommen zurück, aber Ray und ich müssen noch woanders hin. Du bist wieder... Schwärmt aus! Die Hände hoch! Was geht, Homie? Marcus? Ich muss zugeben, ich kapier nicht, wieso ihr herkommt, aber... Oh, halt. Halt. Das ist doch nicht irgend so ein Macho-Blödsinn, oder? Ach, würdest du uns dann aufhalten? Was, dich und Steinzeit Junior? Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, sogar besser als in Vegas. Steinzeit Junior hier ist... Ich kenne dieses Fossil. Ich war bis zu den Schultern in Ray Kennys Hirn. Hab seinen Code durchwühlt, aufgepäppelt und überschrieben. Aber eins muss ich dir lassen. Für einen Neandertaler wie dich war der Ansatz nicht schlecht. Chapeau, mein Freund. Ist nicht nötig, dass dir wegen mir gleich einer abgeht, Duschan. Das hier ist nicht unbedingt ein Rendezvous, weißt du. Es ist ja ein... Wie hast du gesagt? Einmal ficken, weiterschicken war der Ausdruck. Ja, das. Genau. Tja, dann. Ich schieb gern mal eine schnelle Nummer, aber... Warum seid ihr hier? Mann, das könnte echt wichtig sein. Lass mich dir was erzählen. Unsere Story. Alle deine Vergehen, es weiß jeder Bescheid. Verrat an der Öffentlichkeit, Manipulation des Aktienmarkts, die Lügen, der Betrug. Und scheiß Bellwether. Einfach alles.
Du blöffst. Wer wird dran sein, wenn du dieses Mal abnimmst? Vielleicht Blumen, die dich allein vor das Erschießungskommando schicken. Vielleicht ein Anwalt, der dir sagt, dass es keinen Ausweg gibt. Vielleicht auch nur ein Telefonverkäufer. Du solltest diesmal wirklich rangehen. Egal, wer es ist, du hast das letzte Mal Leute verarscht. Dushan Nemec, Sie sind verhaftet. Hände auf den Rücken. Finger verschränken. Sofort. Dushan Nemec, Sie haben das Recht zu schweigen. Es ist ein Schalter für eure Angst, die Angst vor dem anderen. Sie wollen euch isolieren. Man nennt das Teilen und Herrschen. Sie haben euch glauben lassen, ihr hättet genau das gewollt. Damit ihr unter Kontrolle bleibt und unwissend. Sie haben euch mit CTOS ausspioniert, um euer Verhalten vorauszusagen und euch zu manipulieren. Sie haben gelogen. Und wir haben euch versprochen, die Wahrheit zu zeigen. Wir haben euch eingeladen und ihr kamt. Ihr habt gemeinsam gesagt, uns lügt keiner mehr an. Uns macht keiner Angst. Uns bringt keiner zum Schweigen. Gute Arbeit. Danke. Okay. Bisschen lang, aber gut. Okay. Mal sehen, wie die Welt aussieht, wenn wir keine Angst haben, zusammenzuhalten. San Franciscos Hacktivistenzelle DedSec hat mutmaßlich den bisher größten Skandal von Silicon Valley aufgedeckt. Die Hackergruppe legte Beweise vor, dass Blooms technischer Direktor Dushan Nemec seinen Zugriff auf CTOS-Daten für eigene finanzielle und politische Zwecke missbraucht hat. Er wurde verhaftet und muss sich wegen mehrfachen Betrugs vor Gericht verantworten. Seine Konten wurden zwischenzeitlich eingefroren. Blooms PR-Sprecherin Charlotte Gardner gab an, dass die Firma schockiert sei, die Sache untersuchen wolle und mit den Behörden kooperiere. Die von DedSec vorgelegten Beweise könnten Nemec für lange Zeit hinter Gitter bringen.